Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Edelweiss Customs. Ihr seht es an mir, ich bin dick eingepackt, wir gehen wieder auf die Wintermonate zu. Ich habe schon eine lange Unterhose an, Pullover, eine Weste, es fehlt eigentlich nur noch der zweite Pullover und dann ist wirklich Winter angesagt. Herbstwetter haben wir auch. Vielleicht könnt ihr sehen, also unser lieber Tom, der steht gerade im Regen und macht extra für euch sich klitschnass, damit wir das Video machen können. Ich stehe hier, Gott sei Dank, im Trocknen, genauso wie die zwei Zündapps, um die es heute geht. Explizit möchte ich euch eigentlich die K200 vorstellen. Das ist auch eine Jugendliebe von mir und die ist auch schon ein paar Mal in unserem Channel aufgetaucht. Nicht dieses Fahrzeug direkt, aber K200 als Motorrad. Und das Interessante ist, dass diese K200 sehr viel Ähnlichkeit hat mit den großen Modellen. Wir haben jetzt hier eine K600 aus unserem eigenen Bestand, aber vor allem mit der K500 und K800. Die sind sich sehr, sehr ähnlich. Und ich weiß nicht, ob ihr das erahnen könnt. Bevor wir auf diese K200 eingehen, was denkt ihr? Dieser Rahmen, ist der identisch mit diesem Rahmen? Rein von Abmaßungen her. Wir haben ja jetzt hier eine Zündapp K200 und hier ist eine Zündapp KS600. Wir haben natürlich Baujahrsunterschiede. Wir sind hier 1934 und hier 1940. Aber so rein von Abmaßungen her, na, das ist natürlich hier schon ein mächtiges Motorrad. Und das hier sieht nach Motorrad aus, ohne Frage, aber 200 Kubik ist nicht gerade so viel. Und? Ja, es ist identisch. Also wir sind jetzt hier wie bei X-Faktor, das Unfassbare. Diese Geschichte ist wahr. Also das hat wirklich nahezu so gestimmt. Ich könnte in diesen Rahmen von dieser K200, könnte ich einen K500 als auch einen K800 Motor verbauen. Das passt hier rein. Der Rahmen ist in Anführungszeichen identisch. Und das Beeindruckende ist, dass das auch getan wurde, beeindruckend bzw. vielleicht auch schade für viele K200 Motorräder. Denn vor 20, 30 Jahren waren die K200 Motorräder natürlich ein gefundenes Fressen. Man konnte ja mit Ersatzteilen sich ganz einfach ein großes Motorrad bauen. Im Grunde, der Rahmen ist gleich. Der Hinterradantrieb, bis auf die Übersetzung, gleich. Hinterrad, gleich. Getriebe, gleich. Motor, tausche ich um, K500 Motor rein. Ich brauche eine größere Gabel, selbst die Schutzbleche bei diesem Modell kann ich auch übernehmen, Scheinwerfer, Lenker bei den frühen Modellen kann ich auch übernehmen. Also ganz profan, ganz einfach gesagt, brauche ich in dem Fall ein anderes Vorderrad, eine andere Gabel, einen anderen Motor. Und dann kann ich mir aus einer x-beliebigen, nicht wertvollen K200 eine K500, K800 bauen. Und das wurde sehr, sehr gern getan. Das heißt, man muss da heute immer ein bisschen aufpassen. Natürlich wurden damals, wo die Fahrzeuge genutzt wurden, auch schon Sachen hin und her getauscht. Aber man hat das sehr, sehr gern getan. Umso seltener sind solche K200 Fahrzeuge, die lupenrein dastehen wie dieses Modell. 89 Jahre war dieses Motorrad in Werdau. Wir haben vorne das Händlerschild noch dran. Mit der Auslieferung 1934 bis vor ein paar Wochen, als das Fahrzeug zu uns kam. Und das ist wirklich sehr, 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 sehr schön. Es wurde vor einigen Jahren restauriert, instand gesetzt und dabei darauf geachtet, dass hier wirklich alles original bleibt. Also das originale Norris-Zündschloss für das Baujahr passt. Wir haben vorne noch die kleine Fichtel- und Sachs-Bremse. Das passt. Wir haben den sehr seltenen und teuren Norris-Scheinwerfer mit Weigel-Walzentacho, Norris-Lenker-Zündschloss, alles original. Und das ist sogar noch der originale alte Zündschlüssel. Ist das nicht gut? Jetzt müssen wir hier mal reingucken. Ihr kennt ja meinen Spruch und auch hier, das trifft immer wieder zu. Wenn das originale Tanksieb da ist, dann wisst ihr, das ist ein gutes Fahrzeug. Und natürlich sieht man das hier auch an dem Rest, dass das hier wirklich ein sehr, sehr gutes Fahrzeug ist. Zündschlüssel rein, die Lampe brennt, Hupe geht und dann hier, guckt euch das an. Ah, das ist da auch ein Traum. Wunderschön hier oben, eingeätzt, Zündapp, heller Glas, wirklich wie es sein soll. Ein absolutes Träumchen. Und das nach 90 Jahren in einem wunderschönen Originalzustand, nummerngleich und es fährt. Was witzig ist, also
für uns heute ein bisschen ungewöhnlich. Wenn man damit fährt, fährt man meistens so. Das habe ich euch schon mal bei vielen Zündapp-Modellen gezeigt. Und zwar bei den frühen Modellen war das eben so, dass man hier die Luftverstellung hat, hier das Gas. Und somit, gerade beim Zweitakter, muss man mit der Luft meistens etwas mehr korrigieren. Das heißt, man ist hier schon kräftig am Hin- und Her-Mautscheln und hat dann hier noch seine Haarschaltung. Das gute Stück ist tatsächlich ganz gut unterwegs für die 200 Kubik. Die Modelle selber, also auch die K200, hat sich zu seiner Zeit nicht allzu gut verkaufen lassen. Warum? Ganz einfach, weil man auf großes Motorrad gemacht hat, hat der Zweitakter die 200 Kubik natürlich Probleme gehabt. Also mit viel Gewicht und Kardanantrieb, das muss alles in Bewegung gesetzt werden. Und somit war diese kleine K200 einerseits zu teuer, weil viel zu viel Luxus an dem Fahrzeug war, mit Tacho-Beleuchtung, das ganze Prozedere, auch der ganze Aufbau war ja sehr hochwertig gemacht. Und dann der kleine Zweitakter, der wirklich nicht ganz so viel Kraft hatte. Und wenn dann eine 200er DKW kam, eine kleine SB oder selbst eine KM, die ist dann einfach vorbeigehuscht. Die hatte auch nur 3 Gänge und dann ging es zack, zack und dann war der weg. Wo du hier noch beschleunigt hast und hier noch den hier gemacht hast, hattest du keine Chance, obwohl du das bessere, das teurere Motorrad hattest. Und das hat sich natürlich ein Stück weit darauf ausgeübt. Und man muss sagen, natürlich die 200 Kubikklasse war damals steuer- und führerscheinfrei, was interessant war, auch für den Markt selber. Das Portemonnaie war in dieser 200 Kubikklasse meistens nicht so groß. Man hat da natürlich auch geschaut, was kann ich mir kaufen, was kriege ich für mein Geld. Und deshalb ist man natürlich dann schnell auf diese kleinen Zweitakter gegangen, die flott und günstig unterwegs waren. Im Grunde ist das alles Wesentliche zu dieser K200. Also für euch wirklich zum Verständnis, dass diese Modelle sehr, sehr ähnlich sind und dadurch auch natürlich heute immer noch Schindluder getrieben wird. Was jetzt für euch interessant ist, was nicht ganz so einfach ist. Dieser Rahmen hat durch, also der KS600 Rahmen, durch die längere Vorderradgabel einen anderen Neigungswinkel und damit sitzt der Kardan auch hinten anders. Also der Winkel vom Kardan im Fahrzeug selber ist ein anderer. Aber wenn man es drauf anlegt, dann kann man das trotzdem alles hin und her tauschen. Und wir hatten selber schon einige K200, ehemalige K200 Fahrzeuge, das muss man auch dazu sagen, die größer gemacht wurden. Und auch bei vielen K800 Fahrzeugen muss man da wirklich aufpassen, dass dann entweder K500, die gab es ja auch noch als K350, also 350 Kubik Zweitakt, auch sehr selten. Oder dann eben diese K200 Modelle, die umgebaut wurden zum nächstgrößeren Fahrzeug. Ja, heute macht man das natürlich nicht mehr. Heute sind solche K200 Fahrzeuge auch sehr begehrt, denn in diesem Zustand auch sehr, sehr selten zu finden. Und jetzt noch eine kleine Anekdote zum Schluss. Diese K200, also nicht genau diese, aber das Modell, war mit mein erstes Fahrzeug, was ich vor fast 15 Jahren restauriert habe. Also da war ich 18. Da haben wir eine Seminarfacharbeit für unser Abitur geschrieben. Und von der Scheune auf die Straße hieß das. Und da haben wir diese K200 restauriert. Ich bin sofort wieder da. In einem gut sortierten Haushalt ist das natürlich alles zu finden. Das gab es damals mit dazu. Also wir haben so ein Fotoalbum erstellt. Das hat hier noch mein Vater geschrieben. Von der Scheune auf die Straße. Ich habe wirklich keinen Quatsch erzählt, Restauration eines Oldtimer-Motorrades am Beispiel einer Zündapp K200. Und das sind originale Fundbilder, wie die im Nachbarort auf dem Dachboden lag. Auch noch zu erkennen, die ganz frühen Lenkergummis. Ich habe mich dementsprechend auch ein bisschen in das Thema reingefuchst und musste da auch einiges lernen. Und diese K200 war eine Maschine von 1933 noch mit Nasenkolben. Die ersten paar hundert Stück hatten nämlich noch Nasenkolben. Und die haben wir dann eben nach und nach aufgebaut. Die Gabel hatte gefehlt, die hatte dann mein Vater schon organisiert über die Jahre. Also wir haben die, ich würde sagen, 2015 irgendwann haben wir die gekauft und dann stand die erstmal ein paar Jahre. Und im Zuge der Seminarfacharbeit
Hey, der Witzka, hier fällt alles. Ach, guck mal, das sind noch Kinderbilder von mir. jetzt wird's doch noch witzig. Und da haben wir eben dann das Fahrzeug restauriert. Alter Gummi, neuer Gummi. Ja, heute macht man das nicht mehr. Also mache ich das nicht mehr. Ist richtig. Und so ist dann hier diese K200 wieder auferstanden. Lief dann auch. Und die hatte natürlich mit dem Nasenkolben noch mehr zu tun. Und hier der junge Robert mit 18 Jahren auf der K200. Und das war's. Ich guck nochmal. Das war's. Das war unsere Zündapp. Die hatte natürlich nicht den wertvollen Scheinwerfer, der hatte da schon gefehlt. Aber trotzdem war das ein sehr schönes Motorrad. Und witzigerweise, wir haben die dann vor, als ich Anfang 20 war, haben wir die dann verkauft, weil keiner die gefahren hat. Und irgendwann, ich glaube vor 4 Jahren, kam die tatsächlich wieder zu mir zurück. Ich hatte wieder die Möglichkeit, das Fahrzeug zu behalten. Die ist dann nach München gegangen, glaube ich, zu einer Privatbrauerei. Und der hat gesagt, die werde ich auch nie wieder verkaufen. Ist okay. Wir haben genügend andere Sachen. Es ist eine schöne Geschichte, die ich euch erzählen kann. Und so, das ist der Cicetta. Das ist unsere alte Werkstatt. Da war ich gestern erst und bin da mal drum herum geschlichen. Wie das dort so aussieht, das bin ich. Das ist der Cicetta von meinem Vater. Das ist ein 312er, den gibt es auch nicht mehr. Den Roller gibt es allerdings noch. Und das ist unsere alte Werkstatt, wo ich groß geworden bin. So sieht's aus. Immer noch dieselbe Hackfresse. Ja, also so habt ihr gleich mal noch ein bisschen Einblick in meine Jugend bekommen. Und somit ist halt die K200 auch für mich was ganz Nettes. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich höre schon wieder die Stimmen. Du hast sie gar nicht gestartet. Ich habe sie gar nicht gestartet. Ich habe sie nicht gestartet. Wir machen sie schnell noch an. Damit ihr sie hört. So. Vergaser läuft über. Luft ist hier zu. Leicht Gas. Na, sag mal, da ist genug Sprit drin. Oh. Das gute alte Bremsenreiniger, ja. Ja, Tom hat schon viel gelernt. So, neuer Versuch, neues Glück. Aufdrehen und dann kommt sie. Puh, das Fahren sparen wir uns jetzt, denn es regnet. Das wissen wir ja. Die Hupe, geil. Dann noch ein kleiner Ausblick. Also die K200 befindet sich ganz normal im Verkauf und wir versuchen, das habt ihr das ein oder andere Mal auch schon mitbekommen, und zwar solche Kennzeichen nachzufertigen. Das heißt, wenn ihr schön am Ball bleibt, kriegt ihr das auch irgendwann mit. Wir versuchen, dass wir diese Vorkriegskennzeichen auch als ganzen Satz anbieten können. Auch mit echten Rost, mit Fake-Rost oder einfach in einem schönen Zustand, so dass irgendwo jeder was davon hat, je nachdem, wie sein Fahrzeug vom Zustand her ist. Und dementsprechend ihr das hoffentlich, ich hoffe, dass wir es noch vor Weihnachten hinkriegen, dann eben auch dieses Vorkriegskennzeichen für einen überschaubaren Preis bei uns im Shop bekommen könnt. Für alle anderen lohnt es sich auch so schon bei uns im Shop vorbeizuschauen. Ihr bekommt Poster, Klamotten und auch unser Schleizer Dreieck Brettspiel. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt wieder etwas gelernt und konntet auch etwas mit mir lachen in den kleinen Ausflug in meine Vergangenheit. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder und beim nächsten geilen Bike. Bis dahin, ciao.